Nee, Schorsch, Leute, und willkommen zum Schorsch, zum Sonntag. Ich habe doch gesagt, ich mache das hin und wieder noch. Ihr lasst das nicht droppen. Ich habe das gesagt. Und trotzdem lese ich Kommentare von wegen, du lässt das fallen, wie und wieso? Tue ich gar nicht. Mache ich gar nicht, habe ich doch gesagt, dass ich das mache. Aber ja, zuallererst einmal, sorry, dass ihr jetzt hier nebenbei mit Captain Ventilator noch aushalten müsst, weil wir haben jetzt gerade, es ist gerade mal, was ist das? Gerade mal 20 vor 1, sag ich mal, und wir haben schon wieder an die 25 Grad. Das ist also typisches Sommer-Fucking. Und ja, es ist warm hier drin. Es ist, ne, mein Dachgeschoss, das ist also mein Dachboden, heizt sich schon wieder auf Temperaturen auf, wo nicht mehr feierlich ist, sagen wir es mal so. Gut, die Sachen jetzt erstmal, das erstmal. Dann die zweite Sache, vielen Dank immer noch an unsere Patreons. Link dazu findet ihr in der Beschreibung und ne, das sind sowieso Dinge, aber dazu, das ist jetzt immer noch cool, davon mal abgesehen, aber es gibt Dinge, die wir jetzt tatsächlich mal bereden müssen, wo jetzt tatsächlich mal wichtig ist, nämlich so ein paar Sachen, wo dann doch ich mal wieder was zu erzählen habe, wo ich mir gedacht habe, gut, Sonntag ist sowieso, also kannst du auch einen Schorsch zum Sonntag machen, nämlich es geht, wie ihr es wahrscheinlich schon nicht mehr hören könnt, um Artikel 13. Wenn ihr nicht wisst, was Artikel 13 ist, do you even Internet? Ich meine, letzten Endes ist es das, was so die letzten Tage mit am meisten diskutiert wurde und am häufigsten diskutiert wurde. Von daher, kurz zusammengefasst, es geht um eine übergroße Zensierung des Internets. Ich weiß, jeder Politiker wird jetzt sagen, ja, aber es ist ja keine Zensur, es ist ja nur Urheberrechtsschützung und hast du nicht gesehen. Und ich kriege da nämlich schon wieder so einen Hals, weil ich weiß ganz genau, wie Upload-Filter denn funktionieren werden. Man wird da irgend so eine 0815-Software irgendwo raufschmeißen, die einfach mal alles blockt und wie so eine Shotgun reagiert. So nach dem Motto, einfach mal so in die grobe Richtung zielen und abdrücken. Wenn es liegen bleibt, haben wir Glück gehabt. Wenn es nicht liegen bleibt, dann halt nochmal drauf. Von daher, es gibt eine Petition auf change.org, wo ihr dagegen unterschreiben könnt. Zu meinem letztigen Wissen waren das an die über 600.000 Leute, die da schon unterschrieben haben, wo denn dem Parlament auch vorgeführt werden, in der Hoffnung, dass die jetzt nächste Woche, also jetzt am 4. wird das, glaube ich, jetzt entschieden vom Parlament, ob es durchgeht oder nicht. Weil, wenn es durchgeht, ja, well, adios YouTube, adios Twitch von meiner Seite aus. Es sei denn, ich wandere irgendwie nach Neuseeland. Laut Auron haben die da verdammt gutes Internet und das Klima ist da ziemlich cool. Also von daher wandere ich nach Neuseeland aus und werde da halt Streamer oder sowas. Ich glaube, dann wird es aber ein bisschen schwierig, weil ich muss mir dann eine Wohnung mit zigtausenden Leuten teilen, die dieselbe Idee haben wie ich. Das sind so, ja, ich habe auch schon längst unterschrieben, also von daher, ich kann euch nur nochmal ermutigen, es dasselbe zu tun und weiter zu sagen vor allem, weil das ist wirklich eine wichtige Sache jetzt mittlerweile. Es geht nämlich darum, jetzt nochmal um es kurz zu fassen, dass ein Upload-Filter eingefügt werden soll in Seiten, wo man generell Daten teilen kann und soll halt den Urheberrecht schützen. Ist natürlich richtig in dem Sinne, dass die Urheberrechte geschützt werden in dem Punkt, aber man muss sich immer bedenken, dass das Ganze einen riesigen Rattenschwanz mit sich zieht. Erstmal Leute, die jetzt davon leben, sprich so jeder mögliche Gronkh, von Gronkh bis zu mir, also ne, da gibt's ja, wir sind ja Tausende. Und das sind Leute, die auch denn davon leben oder versuchen davon zu leben, was aktuell schon schwierig genug ist, weil YouTube irgendwie alles als werbeunfreundlich anerkennt und man dann eher sich sagt so, oh ja komm, lass mal lieber zu Twitch, ist irgendwie dann doch cooler. Von daher, es ist schon aktuell schwer genug und wenn das durchkommen würde, wäre es nochmal einen Tacken schwerer und dann sitze ich wirklich da und denke mir, ja schön, this is it now. Ich dürfte keinerlei Gameplay mehr machen, man dürfte ja kaum noch über Sachen reden, weil, ne, auf einmal ist es dann auch irgendwie Urheberrecht geschützt, weil ich kenne sowas, wir kennen sowas alle mittlerweile, wir wissen, wie sowas dann eskaliert. Wir wissen, dass es dann nicht einfach nur dabei bleibt. So dieser eine kleine Kratzer, wo man sich denkt, so das ist es. Das wird dann eine riesige Narbe, die immer weiter aufklaffen wird. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht brauchen in unserer heutigen Zeit. Ich meine, wir haben schon genug Probleme. Unser Land hat schon an sich genug Probleme, womit sie sich erstmal befassen sollten. Anstatt sich immer wieder neue aufzutischen.
Das ist so eine Sache, die mir immer so generell auffällt. Ich will jetzt nicht politisch werden, um Himmels Willen. Weil die Diskussion habe ich auf Twitter schon oft genug. Aber, ich wollte euch da jetzt auch nur mal drüber informieren nochmal, dass ihr da vielleicht auch nochmal, weil jede Stimme, jede einzelne Unterschrift könnte schon was bewirken. Und von daher, guckt euch das am besten mal an. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Beschreibung in diesem Video. Weil das ist jetzt richtig wichtig. Entweder kann es denn sein, dass das, was ich mir gestern gemacht habe, jetzt nämlich ab Mittwoch alles für die Katze ist und ich mir denke so, ja geil, das ist jetzt alles hier. Ich rede vor einer weißen Wand, nicht mal mit Musik dann mehr im Hintergrund, es sei denn, ich mache mir so meine eigene Musik mit meinem Mund, was vielleicht dann auch irgendwie Copyright geschützt ist, who knows, was weiß ich denn, ich meine, ich traue der ganzen Sache sowieso nicht mehr über den Haufen, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass es jetzt zum Parlament muss. Das ist schon mal eine, ne, möchte ich nur mal so vorgemerkt haben, das ist schon eine Sache, die ist schockierend genug, dass es so weit überhaupt gekommen ist, davon mal abgesehen. Aber gut, ich wollte das jetzt auch angesprochen haben, weil nicht, dass es heißt, so von wegen der Schorschmann, der sagt da nichts. Ich poste ja den Link dazu nur irgendwie 2-3 Mal wöchentlich vor allem. Auf dem Server bei uns habe ich den jetzt auch schon häufiger mal gepostet und es ist halt wichtig wirklich. Und aktuell, meines Wissens, waren es an die 600.000 Unterschriften. Von daher, ich hoffe, dass das wirklich nicht auf taube Ohren stößt, wie das letzte Mal. Also, das war schon eine Beleidigung genug. Damals sage ich schon, ne? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es nur an die 14.000, 40.000, ich glaube so in dem Dreh. Und, oder 400er, ich weiß es gar nicht mehr, sorry, ich habe da jetzt nicht nachgeguckt nochmal. Auf jeden Fall, so eine riesige Art von Stimmen und es wurde absolut ignoriert. Das ist schon irgendwo peinlich, muss ich mal sagen, für unsere Politik, die dann einfach mal sagt so, ja Mensch, da ist so eine Petition mit, was war das jetzt, 40.000, 400.000, eins von beiden, und das wird einfach so, schusch. Es ist irgendwo peinlich, dass sowas wirklich so ignoriert wird. Von daher hoffen wir, dass es geht, dass es besser wird und dass wir nicht ab Mittwoch uns fragen müssen, geil, was darf ich noch hochladen? Ohne dass entweder mein Konto, mein Leben oder ich irgendwie ins Gefängnis geschmissen werde, weil ich ein Meme poste. Und das hat nichts mit Memes wirklich zu tun. Ich meine, es hat ein bisschen mit mehr als nur Memes zu tun. Das muss man leider mal sagen. Alle sagen mir nur, Alter, die Memes sterben aus. Alter, ich liebe auch Memes. Ich bin jemand, der sagt so, oh, that's a good meme. That's a spicy meme. Aber selbst da würde ich sagen so, ja gut. Ich kann immer noch Sachen hochladen, ich kann immer noch Videos machen. Ich kann zwar nicht mehr memen, aber meine Güte, ich kann immer noch meinen Job nachgehen. Von daher, ja, ich bin da noch am gucken. Es ist alles ein bisschen tricky. So viel jetzt aber mal dazu. Denn eine andere Sache, die euch vielleicht heute auffallen werdet, solltet ihr heute im Stream dabei sein. Ich stream nämlich heute, ich weiß nur noch nicht wann. Wahrscheinlich so gegen 14, 17 Uhr, so in dem Dreh. Und ich musste mein gesamtes Stream-Interface neu machen. Und das gestern nicht mal gewollt. Ich wollte das eigentlich morgen machen und also am Montag, weil ich mir sowieso meistens Stream frei nehme, weil Montags sind Scheißtage. Und Fakt ist gestern, ich habe mit der guten Aeroshiva Stardew Valley weitergestreamt, was, by the way, eins meiner Lieblings-Stream-Projekte aktuell ist, weil das Spiel zusammen mit ihr einfach super Spaß macht. Von daher, man entdeckt einfach jedes Mal was Neues. Also solltet ihr da wirklich Bock auf mehr drauf haben, schaut mal bei ihr vorbei oder wartet, bis ich meinen Part hochlade, weil ich warte mal, bis sie ihre Videos hochgeladen und dann packe ich meinen hoch und dann ist gut. Auf jeden Fall, wir hatten da gestern, beziehungsweise ich hatte so ein kleines Problem auf einmal. Nämlich hat sich mein Steam gesagt so, wie wär's mit keiner Rückmeldung? Und ich so, okay, ich bin aber immer noch verbunden, ich bin immer noch im Discord, ich bin immer noch live, mein Chat funktioniert noch. Ich mach mal einfach weiter. Und auf einmal ist das Spiel abgestürzt. Ich denk so, ja gut, schließt OBS kurz, merkst du, scheiße, deine Taskleiste funktioniert nicht mehr. Scheiße. Ich natürlich die gute alte Kombi STRG entfernen und Taskmanager geöffnet. Erstmal versucht alles Mögliche zu schließen. Shit didn't work. Ich so, ja geil.
OBS geschlossen. Also Stream beendet, ist OBS geschlossen. Und dann my Hard Reset. Hard Reset ist generell nicht so die schönste Option, die man einem PC antun kann, aber wenn du auf einmal deine Taskleiste nicht benutzen kannst und irgendwie dein PC auf gar nichts mehr reagiert, gut, dann musst du leider mal die bittere Pille schlucken und leider mal den Hard Reset-Knopf drücken. So I did. Und habe ich dann neu gestartet, bin wieder Discord anmachen, also funktioniert. Saß wieder mit ihr im Chat und auf einmal mache ich OBS an und all meine Layers sind futsch. Also wirklich alles, was ich mir da eingestellt hatte. So mein Pausenbildschirm, mein Anfangsbildschirm, all mein Interface, alles weg. Und ich so, ja geil. Ich also nochmal neu gestartet, immer noch alles weg. Ich so, geil, spicy. Alles nochmal neu machen. Wolltest du zwar Montag machen, aber gut, machst es heute Abend auf Hängen und Würgen. Also habe ich das gestern Abend noch gemacht, so knappe 4 Stunden, und habe an meinem Interface gesessen. Weil ich habe mir gedacht, gut, wenn du jetzt sowieso alles neu machen musst, gut, dann kannst du es auch besser machen. Wenn du schon mal dabei bist, dann mach es direkt besser. Und so wie es jetzt aussieht, sieht es sogar richtig gut aus. Also ich bin da ziemlich stolz drauf, so wie ich es gemacht habe. Ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Ich habe jetzt halt einen separaten Layer für wirklich Spiele, die auf 16:9 laufen und welche, die auf 4:3 laufen. Sprich, das Ganze mal ein bisschen geordneter halt einfach. Weil du kannst kein Spiel von 4:3 auf 16:9 stretchen. Das sieht einfach kacke aus. Es sei denn, es gibt irgendwie einen Patch, wo das Ganze nicht kacke aussehen lässt. Aber in der Regel sieht es kacke aus. Das könnt ihr euch von mir sagen. Also habe ich jetzt ich habe jetzt einen neuen Pausebildschirm, ich habe den Ending-Bildschirm neu gemacht, den Opening-Bildschirm, ich habe alles neu gemacht. Das Einzige, was ich halt gelassen habe, war der 4:3-Bildschirm, weil der ist sowieso relativ neu gewesen und ich fand den noch gut. Von daher habe ich den so gelassen, wie er war. Und ja, jetzt sieht das halt alles ein bisschen anders aus. Also nicht wundern, solltet ihr heute auf einmal im Stream sitzen und auf einmal sieht alles anders aus. Von daher, ich habe da mal ein bisschen geschraubt. Denn was das angeht noch, aktuell lade ich ja alles so hoch, was ich habe, sprich Borderlands 2 mit Hohl, dann The Darkness 2, leider die gecuttete Version bis zum Erbrechen. Ich meine, Jesus Christ, warum überhaupt verkaufen, wenn das Spiel wirklich aussieht, als wäre es gerade mal 50% fertig. War ein bisschen peinlich, aber ich habe es an einem Tag durchgespielt, also war jetzt kein Ding. Das lade ich jetzt denn ab morgen auch wieder täglich hoch und ganz wichtig, Deponia, ich habe jetzt mit Deponia angefangen und oh mein Gott, das Spiel ist super, ich finde es toll, es wird es heute wahrscheinlich auch im Stream geben, wieder das gute Deponia, und das lade ich nach The Darkness 2 hoch als, nennen wir es mal, Nachfolgeprojekt. Also ich schneide jetzt immer die Parts, so die Videos in OBS direkt und lade die dann so hoch, weil es einfacher und spart mir dann Renderzeit, von daher, ja, mache ich das immer so jetzt und deswegen Deponia jetzt als Nachfolger. Dann, was ich auch demnächst noch machen möchte, ist Prince of Persia zumal die Reihe anfangen, hier mit Sands of Time, wo ich damals vor, Gott, wie alt war ich da, 14, 15, irgend so in dem Alter, wahrscheinlich habe ich es mit meinem Vater andauernd gespielt. Und ich habe da mal wieder Lust drauf. Ich habe hier die Trilogy auf PS3 und deswegen würde ich die zu gerne mal spielen. Zu gerne mal wieder sehen. Vor allem, wie die Reihe auch weitergeht. Die hat sich ja noch weiterentwickelt in der Zeit. Das ist auf meiner Liste. Infamous Second Son ist auf meiner Liste. Das auch noch. Und noch viel mehr. Und eine Sache, wo ich jetzt sowieso machen möchte, demnächst. Dafür muss ich noch meine Wii mal wieder anschließen. Oder meine, ich glaube, ich mache es lieber über meine Wii U. Ich glaube, das ist sicherer. Ich sag mal so, wenn das mit diesem Upload-Filter so oder so durchkommen sollte, also sollte wirklich Apokalypse Now sein, ne? Dann sag ich mir wirklich am letzten Tag so, fuck this, Spiel Umbrella Chronicles. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel auf dem Index ist, aber meine Güte, ich hab's legal in einem Laden gekauft, also darf ich's ja wohl auch hoffentlich streamen, oder? Oder? Please don't ban me. Auf jeden Fall. Das ist dann eigentlich soweit alles, was ich jetzt soweit sagen wollte. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen wollte, ich habe jetzt gemerkt, also ich habe gesehen vor allem, das Devil May Cry 5 Video kam super gut an bei euch. Also
ich merke, so Videos, wo dann doch ein bisschen mehr Arbeit drin steckt, kommen dann doch auf YouTube noch an. Finde ich also gut, dass ich das, dass mir das so gezeigt wurde. Ergo, ich, wenn ich mal so Ideen habe, werde ich die wahrscheinlich dann auch umsetzen, dementsprechend. Ich meine, ich habe auch einfach mal demnächst vor, wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist, gehe ich einfach auch mal raus, weil wir haben hier echt so ein paar schöne Flecke in der Gegend, to be honest. Und ja, dass ich euch das mal zeige oder mit euch einen Waldspaziergang oder so ein Blödsinn, was weiß ich. Ja, das ist das auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, ich mache das Show zum Sonntag noch weiter. Ich habe halt nur nicht jede Woche was zu erzählen. Weil oftmals sage ich einfach nur, mir ist zu warm, ich stream dann und dann, halt die Hälfte davon ein und dann sitze ich da. Von daher, das Show zum Sonntag kommt immer mal wieder, wenn ich was zu erzählen habe, wenn irgendwas los gewesen ist bei mir. Aktuell ist es das weniger. Zumal, ich meine, es sei denn, ihr wollt irgendwie einen Show zum Sonntag, wo ich meine Steuererklärung vorbereite. Weil das wäre dann nächste Woche. Weil ich muss nämlich nochmal zu meinem alten Laden jetzt in der nächsten Woche und mir meine Jahresabrechnung abholen vom letzten Jahr, die ich nicht bekommen habe, weil ich ja Ende November abgesprungen bin, weil die man erst im Dezember oder Januar kriegt. Ich muss meine Sozialversicherungsnachweise vom letzten Jahr abholen. Ich habe keine Lust, da wieder hinzumüssen. Um ganz ehrlich, ich habe da absolut keine Lust drauf. Aber ich werde es machen müssen, da werde ich nicht drum rumkommen. I don't want to, ich will es einfach nicht. Nee, das wäre Steuerhinterziehung und dafür komme ich in den Knast. Deswegen ist auch keine Option, ne? Ich überlege mir das morgen, wenn ich das tatsächlich machen muss. Heute ist eh Sonntag, also fuck it. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Hoffentlich sehen wir uns nachher im Stream. Und bis dahin, stand proud und see ya, Leute.